So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge vom Football Manager 2019 bei mir im Kanal mit Livorno, wo es jetzt darum geht, im Derby gegen Lazio uns hier richtig gut vorzubereiten, um eine Mannschaft auf die Bühne zu stellen, die das Topspiel um die Champions League für sich entscheiden kann. Und wenn ich von einem Topspiel rede, dann ist es auch ein absolutes Topspiel. Was wir gleich sehen werden, wenn wir zu der Tabelle gehen. Moons kommt rein. Hoppala. Serie ist gesperrt, das ist aber egal. Balduin, da kommt Flora rein. Pesancho lassen wir drin oder gehen wir raus? Ich würde sagen, dann gehen wir raus, oder? Sonchin hat... Ach, die sind beide auch sowas von ähnlich. Und Lazio möchte Sonchin haben. Ich lasse ihn mal ran. Er hat eh ein paar Spiele ausgesetzt jetzt. Und wir werden mit Brunelli spielen auf diesem Flügel. Der hat mich ein bisschen besser überzeugt. Macroni vorne, Durassi, das sieht alles... Alles gut aus. Okay, denn das Topspiel strotzt nicht nur so von Lazio und Livorno, sondern auch Lazio und wir sind punktegleich, wobei Lazio das letzte Spiel verloren hat und wir gewonnen. Also ein kleiner psychologischer Vorteil, wobei ich würde sagen, das werden die Mannschaften alles dann spätestens nach dem Anstoß vergessen haben. Ja. Wir werden das hier, die Aufstellung mal bestätigen. Was gibt sonst noch Neues? Eigentlich gar nichts. Nichts Wirkliches eigentlich. Ich weiß nur, dass wir extrem viel Miese gemacht haben dieses Jahr. Dass ich aufs Geld aufpassen muss bei Livorno. Sonst wird es auch so ein Pleiteverein wie alle anderen. Ja, ich melde mich wieder im Spiel. Bis gleich. Beziehungsweise gucken wir uns mal die Samstagsspiele an. Empoli gewinnt gegen Turin, uns egal. Fiorentina gegen Cittadella, uns egal. Napoli gewinnt gegen Inter, das ist uns nicht egal, weil ja Inter auf Tabellenplatz Nummer 2 steht. Rom gewinnt gegen Palermo, ist mir auch egal. Sampdoria Genua verliert gegen Bologna, ist uns egal. Spal gewinnt gegen Cagliari, die sind hinter uns. Und Milan gewinnt gegen Atlanta Bergamo. Und ich melde mich gleich wieder. So, und da sind wir im Spiel zu Hause gegen Lazio. Zu Hause ist natürlich auch immer gut. Und hoffen wir, dass wir das fortsetzen können. Honor 25 Spiele für Mara, ist ein Aushängeschild des Vereins. Jo. Armando Pizzi. War eine schöne Einstellung eigentlich, vorher gerade. Mara auf Scarponi. Scarponi, ne. Torassi, da ist Brunelli und das ist schon die erste Möglichkeit. Halleluja. So, Flora. Torassi, Torassi, Torassi. Knapp vorbei. Die Richtung gefällt mir. So, Marotta, langer Ball nach vorne. Da ist Moons und der schießt das 1:0.
Mons mit seinem zweiten Saisontor schießt er sich selber jetzt in die Champions League. Haha, grandios, Moons. Das schiebt Livorno derzeit auf Tabellenplatz Nummer 2, wobei Juventus nur ein Spiel fehlt, um das anders zu setzen. Wir sind 12 Punkte hinter Milan. Also weiter nach oben wird es dann wahrscheinlich nicht mehr gehen als den Tabellenplatz Nummer 2. Aber das ist ja auch schon eine Riesenleistung. Brunelli mit dem Freistoß. Brunelli, der war nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Scarboni mit der Ecke. Mara verliert den Ball. Scarboni ist aber auch noch immer da. Na, nochmal die Einstellung, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Ach so, Milan ist auch noch. Hat auch noch ein Spiel weniger. So, Halbzeit. Lazio keine Chance. Keine Chance für Lazio derzeit. Passiert auch wenig von Livorno. Campo und Pesancho. War gefährlich, aber alles unter Kontrolle. Irgendwie ist es ein sehr anständiges Derby. Valkes. Brunelli. Brunelli mit dem langen Ball auf Marconi. Und der macht's nicht. War wieder eine schöne Möglichkeit durch einen langen Ball. Und es kommt schon wieder von Brunelli. Da wurde er auch noch gestört, Marconi, also. Alles okay. Pesancho. Marotta. Giesinger, Mara, rüber zu Flora. Langer Ball auf Marconi. Der ist geklärt. Aber das war jetzt noch keine richtige Chance. Eigentlich. Nochmal der lange Ball. Und da steht Brunelli frei. Und Marconi abseits. Dachte ich mir schon. Dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Schauen wir noch mal. Au, 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 Brunelli. Ha, ja.
Das ist verständlich. Sechsundsechzigste Spielminute. 1 zu 0 ist mir ein bisschen zu niedrig. Ein zweites Tor wäre schön. Aber ich muss jetzt langsam aber sicher das Wechseln anfangen. So, Mara wäre eigentlich angeschlagen. Also angeschlagen im Sinne von hat keine Kondition mehr. Dann werden wir Serbien für Brunelli reingeben. Ja, und Ciappellini noch ein paar Spielminuten gönnen. Na, 10 Minuten noch, regulär. Ich bin sehr angespannt, darum rede ich auch fast nichts. Es wäre ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Taurasi, und dann haut der eine Valkes um und er hat schon gelb. Jawohl, gelb-rot, jetzt ist es ein Derby. So, Mund, Valkes, Bassi, Gisinka, alles ausgespielt. Der kann flanken, der kann schießen. Tor 2-0. Livorno. 11. Saisontor von Ciappellini. Eigengewächs aus Livorno. Noch nie was anderes gesehen als außer dieses Trikot. Jawohl, das ist der Sieg gegen Lazio. Schöner Sieg, gut gemacht. So, und jetzt vermeintlich gegen den leichteren Gegner. Übrigens, Genua hat gegen Sassuolo gewonnen. Gegen einen leichteren Gegner werden wir wahrscheinlich uns jetzt sehr, sehr schwer tun. Mara ist verletzt 1 bis 2 Tage, das ist okay. Das mache ich dann gleich. Und Gisenke mit einer Torvorlage. Der gefällt mir auch relativ gut. Entwickelt sich noch ein bisschen. Hat eine 7-10, das ist perfekt. Da braucht man nicht mehr. Ich melde mich wieder, bis gleich. So, und da sind wir auch schon gegen Vicenza Calcio. Wo wir. Ja, das sieht man es eigentlich. 8-mal aufeinander getroffen und 3-mal sie gewonnen, 4-mal wir gewonnen und ein Unentschieden. Also eng ist es schon. Und das gegen einen Gegner, der in der unteren Tabellenhälfte herumschwirrt. Ah, macht er nichts. Wir müssen auf jeden Fall wieder gewinnen, um uns die Position zu festigen. Sind jetzt 3 Punkte hinter Lazio, die in der Europa League spielen. Und wir spielen Champions League. Also wäre schon echt cool. Aber das sehen wir uns dann später an. Die Teamauswahl, die Aufstellung. Es ist eine B11 geworden. Natürlich auch schon mit Voraussicht auf das nächste Aufeinandertreffen gegen Inter. Da muss ich schonen. Und ja, bis auf Mara ist eigentlich alles jetzt so meine B11. Und
Ihr seht, Serbien war mal A11. Das rotiert bei mir natürlich auch immer durch. Ich meine, Brunelli ist absolute Klasse gerade. Der reißt diese Saison, weiß ich nicht, alles nieder. Wenn man mal auf die Chronik schaut von dem, der, genau, der war weg ein Jahr und hat davor eigentlich, ja, hier hat er mal eine gute Saison gehabt. Aber dieses Jahr ist er wirklich wieder da und leistet Großartiges. Und das möchte ich natürlich, da möchte ich ihn auch ein bisschen belohnen dafür. Und da darf er auch gerne dann ein bisschen ran. Ja, Mara kann ich nicht drin lassen. Da muss das Neymar machen. Brunelli, beziehungsweise Bassi muss hier auf der Außenbahn spielen. Das heißt, Neymar macht das jetzt im Zentrum. Wird er auch schaffen, glaube ich. Ja, wir gehen ins Spiel und man sieht sich dann. Bis gleich. So, da sind wir. Wir gehen in die Kabine. Wir sagen, dass sie genug gelobt wurden. Das, was wir immer sagen eigentlich. Ah. Los geht's mit Neymar als offensiven Mittelfeldspieler aus der Not heraus, aber ich glaube, gegen Vincenzo Calcio könnte vielleicht noch ein Tor schießen. Oh, der Pass war gut. Und das gleich am Anfang und da ist das 1-0. Wahnsinn! Ja, das Tor wurde vom Videoassistenten bestätigt. Langer Ball. Und wie die da schlafen. Hier, bei weitem kein Abseits. Bei weitem kein Abseits. Nicht gut gedeckt. Ruggero Bassi mit einem Freistoß. Der war gut. Aber nicht gut genug. Ja. Conficcione mit Gelb. Das ist auch sehr früh. Es läuft alles momentan schon wieder gegen uns. Vincenzo Calcio ist besser im Spiel von Anfang an. Die spielen gegen den Abstieg. Wären mit diesem Ergebnis ja zumindest mal an Atlanta dran. Aber auf Sampdoria haben sie doch noch einen beträchtlichen Abstand. Das heißt, ihr seid eigentlich schon abgestiegen, gebt mir die 3 Punkte. So, Jakob, Serra. Langer Ball von ihm. Da sieht man, was er für lange Bälle schießt. Sind bei weitem nicht so gut. So, Conficcioni zu Serbin. Serbin zieht nach innen. Serbin. Nein. So nicht. So, Jakob, Neymar ist da. Wieder Serbin. Serbin! Oh. Ah, da ging drüber. So, wieder Livorno. Fernandes. Der probiert es auch aus der Distanz. Wir kriegen keinen Spielfluss rein. Wir kriegen keine Torchance aus dem Spiel heraus.
Alles nur Distanzschüsse, das ist nicht gut. So, Balduin, Serbin, Ciappellini. Und da ist Serbin und das ist kein Abseits. Nein, ist es nicht. 15. Saisontor. Und der Ausgleich. Verdient oder nicht, ist mir eigentlich gerade egal. Serbin hier grandios mit der Rücklage. Dann wird er abgefälscht, kommt wieder zurück. Und Serbin ist Nutznießer aus dieser ganzen Geschichte. Ja, das war auf jeden Fall kein Abseits. Neymar mit Gelb. Was spielt Neymar? Eine 6-5, ja. 23 Pässe gespielt. 84% Ball, also eine gute Quote bei den Pässen, wollte ich sagen. Halbzeit. So, unglücklich. Kopf hoch, wir schauen mal, was wir machen können. Wir spielen einfach mal weiter. Neymar ist nicht der Schnellste, aber der kann noch spielen. Ah, Serbin. Fernandes, Neymar. Serbin. Wieder aus der Distanz. Und diesmal ist es viel, viel besser. Serbin mit dem 2 zu 1. Jetzt haben wir sie aus der Reserve locken müssen. Kurz nach wieder am Pfiff schießen wir ein schnelles Tor. Neymar mit der Vorlage sogar, oder? Ja, natürlich. Die Vorlage gegeben zum 2-1. So, wieder Neymar. Da verliert er den Ball aber. Serbin mit dem Pass zurück zu Sonchin. Balduin. Immer noch Balduin. Langer Ball auf Serbin. Der mit dem Hattrick an diesem Abend. Drei Tore. 3-1. Livorno. Wunderschön. Und wunderschön auch reingemacht. Milan mit einer Niederlage in der ganzen Saison. Wahnsinn. Wahnsinn. Da kannst du nichts drauf sagen. So, wir müssen auswechseln, langsam aber sicher. Wir schauen mal. Conficcioni, genau, für Valkes, weil er gelb vorbelastet ist.
Ansonsten, wer hat oder wer braucht noch Spielpraxis? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Keiner. Und gibt es noch Marotta, den wir reingeben? Und ja, Serbien für seinen Hattrick nehmen wir runter. Dann kriegt er da auch noch Applaus von seinen Heimfans, die da mitgekommen sind, die 50 oder 100. Mehr sind es ja nicht. So. Oh. Abseits. Ho. Nee. Doch, abseits. Gott sei Dank. Aber was war da abseits? Keine Ahnung. Das Tor zählt nicht, das ist das Wichtigste. Da Ciappellini mit dem Ball. Serra mit dem Befreiungsschlag. So, Fernandes. Balduin. Neymar mit Übersicht auf Jakob Bonelli. Jakob mit der Flanke. Fernandes. Ne. So geht's nicht. So. Marotta. Jakob. Langer Ball von Jakob. Nee, der kommt nicht durch. Der Luca. Vielleicht kommt der lange Ball. Da wird nicht angegangen. Da wird zugesehen. Jetzt kommt der lange, aushebelnde Pass. Und da sehen wir wieder schlechter aus im Kopfballduell. 3 zu 2. Obwohl wir da schon dort stehen. Ja, hier. Serra. Zweiundvierzig Gegentore, 10 Gegentore mehr als der Tabellendritte in der gesamten laufenden Saison. Das ist zu viel. Und da wieder ein Angriff, Sonchin, und das ist das Tor abseits. Schon wieder abseits. Ja. Wahnsinn. 1, 2. Zwei Treffer, die aberkannt wurden wegen Abseits. Na, wenn wir das jetzt hier so beenden, dann hatten wir Glück und das ist so. Wir gewinnen das Spiel, aber wir hatten extrem viel Glück am Ende, dass wir hier mit 3 Punkten rausgehen. Aber ich bin zufrieden. Sehr schöner Sieg, gut gemacht. Oh, Napoli gewinnt gegen Bologna, Milan gewinnt gegen Spal. Und Vincenzo Calcio verliert gegen uns. So, Spal. Ach, da sind wir auch schon wieder weit weg. Das ist gut so, das passt so.
Serbien führt. Die wollen nach vorne. Oh. Im nächsten Spiel, wen stellst du auf? Brunelli oder Serbien? ja. Gut, das war's eigentlich auch schon wieder von diesem Spiel. Jetzt geht's dann gegen Inter und im ersten Halbfinalspiel auswärts in London bei Tottenham weiter. Danach haben wir Atlanta. Nee, danach haben wir Empoli und das Rückspiel Tottenham, dann Atlanta und Milan im Finale, also drei Folgen, drei Finalfolgen sozusagen. Und dann das Grande Finale in der Liga. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und guckt euch die Serie an. Psst, ungeschlagen. ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.